war schon eine Stunde dazwischen, wo ich eher emotional impulsiv war. Mhm. Aktuell vielleicht nicht den besten Zugang zu mir. Was denkst du, man muss das nicht so genau wissen. Ich habe die wildesten Glaubenssätze in meinen Kopf, die da wieder frei. Und mir vielleicht auch Türen zu meinem kleinen Kindheitstraum. Was man mir nicht gelernt hat? Ich. So, hello Party People. Ich mache heute so einen kleinen Therapy-Vlog. Ich fahre nämlich jetzt gleich los und heute ist so ein richtig schöner Tag irgendwie. Man sieht, die Sonne scheint. Es hat vorhin auch tatsächlich 3 Flocken geschneit. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht noch ein Video habe, was ich einblenden kann. Ich war heute Morgen Haare waschen. Die sind jetzt so frisch und so. Ich liebe das ja. Und jetzt fahre ich gleich los. Es ist ein bisschen kalt noch im Auto. Aber das wird bestimmt gleich. Und genau, habe jetzt heute Therapie und ich dachte mir, das ist mal so ein bisschen eine andere Art von Vlog, aber vielleicht auch mal ganz schön, das so mitzunehmen, weil ich danach einen kleinen Therapie-Talk noch machen kann. Das habe ich, ich glaube, letztes Jahr oder sowas zuletzt gemacht oder 2022 sogar. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber jetzt fahre ich mal los. Ich werde jetzt Weihnachtsmusik hören. Ja, ich habe noch nicht so ganz das gemacht, was ich machen wollte. Und jetzt packt mir genau einer gegenüber. Das ist ein bisschen unangenehm gerade. Aber ja, jetzt gehe ich mal los, ne? So, ich habe jetzt Therapieende. War tatsächlich ganz gut heute, aber ich muss sagen, wir hatten uns viel über so Themen, so funktionieren und sowas. Aktuell ja ziemlich in a rush bin, falls es noch nicht mitbekommen wurde. Normalerweise finde ich immer voll schnell rein, so in alles. Aber diesmal muss ich sagen, ich habe so lange irgendwie so um alles so ein bisschen rum geredet und meinte auch so, ja, mir fällt es heute irgendwie voll schwer. Und am Ende in den letzten 5 Minuten, ich habe noch so ausgeballert. Ja, also weil es ist so, es geht mir aktuell nicht super schlecht, aber ich finde auch nicht so richtig aktuell den Zugang dazu, dass ich halt so ein bisschen, ja, irgendwie den ganzen Tag so in a rush bin. Und das war halt jetzt richtig lange nicht so, weil ich hatte ja bewusst auch mein Gap Year dafür, dass ich mal bei mir ankomme richtig. Ich habe so mein Kartenhaus und ich halte es aktuell zusammen und das ist auch ein relativ schönes Haus. Nicht, dass ich in dem unglücklich bin, aber ich habe einfach richtig Angst, dass es so zusammenfällt. Und die Klausuren in der Uni machen mir logischerweise auch sehr großen Druck, weil ich will einfach alles bestehen. Nur im Umkehrschluss muss ich auch sagen, wenn andere Leute nicht bestehen würden, würde ich es gar nicht schlimm finden, aber halt irgendwie bei mir schon. Weil zum einen, ich will mir die Arbeit nicht zweimal machen, zum anderen will ich einfach bestehen. Aber dann hatten wir es auch noch über ein paar andere Themen. Ich habe das auch in meinem Bake and Talk angesprochen. Das kommt demnächst. So Thema Beziehungen, weil ich da neuere Entwicklung habe. Ein bisschen, ja, das ist nicht das leichteste Thema für mich. Ich habe da, wie gesagt, in Ruhe ein bisschen drüber geredet und ich habe es jetzt gerade eben so in den letzten 2 Minuten. Das hat mir auch ein bisschen leid getan, ne? Habe ich halt nur so rausgeschossen, weil ich wusste ja auch nicht mehr. Ja, aber ich habe jetzt einmal alles freigelassen, das merke ich auch, ich war jetzt ein bisschen länger nicht dort, dass sich dann doch immer ein bisschen was anstaut. Ich habe es zwar diesmal erst gegen Ende gefühlt dann mitbekommen, dass sich da doch noch ein paar Sachen angestaut haben, aber es ist jetzt wie gesagt nicht mega schlimm und auch nicht, dass ich nicht im Griff hätte oder keine Tools hätte oder so. Es ist halt einfach nur viel aktuell und ich habe Angst, dass mein Haus halt so in sich zusammenfällt und Angst, dass ich halt nicht funktioniere. Aber eigentlich macht es mir auch Spaß, so wie es halt aktuell ist. So, ich bin halt relativ gut ausgelastet aktuell, aber mit schönen Tätigkeiten. Also Uni klingt auch immer so, wenn ich sage, ich habe Uni-Stress, als ob das mega schlimm wäre. Ich finde aber den einzig schlimmen Faktor daran, dass ich gerne mehr Zeit hätte, um die Inhalte mir zu Gemüte zu führen. Ich halt keine Zeit habe, um nicht zu funktionieren. Und dadurch, das hatte ich irgendwie so aktuell vielleicht nicht den besten Zugang zu mir. Was man sollte halt schon wissen, wo man so ist und sollte sich halt nicht vernachlässigen. Was ich auch nicht mache, also das läuft soweit, das habe ich auch gesagt. So jetzt mit dem Essen zum Beispiel, das ist da. Manchmal komme ich gedanklich dann bei mir an, aber per se funktioniert, alles funktioniert. Und keine Ahnung, ob das irgendwer kennt. Ist es gut? Ich habe halt irgendwie so Angst, dass mich so das große Ding ereilt und dass dann irgendwie so alles in sich zusammenfällt und darauf hätte ich halt so gar keine Lust. Ich meine, klar, wer hat da schon Lust drauf? Das ist vielleicht so ein Take, den ich immer noch machen kann an der Stelle. Ich mache ja noch diesen Zusammenschnitt aus den ganzen Sequenzen aus diesem Jahr. Ich habe nämlich immer so ein paar Sequenzen gemacht, wie was aktuell so Sache war und wie es mir ging. Und so Sachen, die ich halt nicht just in time erzählen konnte. Das werde ich noch zusammenschneiden und da kommt das hier vielleicht dann auch noch einfach mal kurz rein. Ja, jetzt fahre ich nach Hause. Und ich habe gehofft, dass es schneit. Das hat leider nicht geschneit. Es war die ganze Woche Schnee gemeldet. Und wo ist er jetzt? Nirgends. Obwohl es voll danach aussieht, also da oben hängt richtig die Suppe am Himmel. Aber ja, jetzt wird weiter die Weihnachtsmusik gezimmert und dann schaue ich mal. Ein bisschen Uni werde ich heute noch machen. Scheiße, Alter.
Du denkst so, ah, man muss das nicht so genau wissen. Ich habe die gefragt, kann man das irgendwie eingrenzen? Und die so, naja, sie müssen es nicht Wort für Wort wiedergeben, aber sie sollten schon wissen, was. Und nennt mir so den letzten Fachbegriff aus der letzten Ecke. Ich habe gedacht, danke für nix. Ich wollte eh keine Freizeit mehr haben, stimmt. Nee. Weil das geht ja, also es ist ja mit diesen Emotionen, ne? Weißt du das? Ja. Und das geht auf die Basis-Emotionen von Eggman zurück. Und ich habe sie daneben gemacht. Leider kenne ich es nicht, aber ich muss es mal gucken. Ich habe mir einen Tee geholt. Und jetzt habe ich mir gerade eben noch einen Vertrag durchgelesen. Sowas mag ich ja besonders gerne. Warte mal. Das sind so Sachen, sowas mag ich nicht. Aber eigentlich auch nur wegen der Sache, die im Winter war, weil das war ja auch ziemlich blöd. Dafür habe ich ein bisschen was über Vertragsrecht gelernt. Wohl über oder übel. Vorhin hat es tatsächlich kurz geschneit. Habe ich mich richtig gefreut, aber das hat sie. Da fallen sogar gerade 3 Flocken, sehe ich. Aber wirklich nur 3. Also man muss schon genau hingucken. Ich will auch noch dieses Video schneiden, weil wir haben heute Freitag und es soll theoretisch in weniger als 24 Stunden auf YouTube sein. Und dementsprechend, ja, habe ich noch ein bisschen was vor heute. Aber heute Abend machen wir noch Raclette, da freue ich mich drauf. Und ja, wegen so Verträgen, das ist so, vielleicht ergibt sich in den nächsten Wochen ein bisschen Neues. Und mir vielleicht auch Türen zu meinem kleinen Kindheitstraum endlich mal öffnen kann. Die OGs wissen es vielleicht. Alles andere. Ich habe im Bacon Talk ein bisschen mehr darüber gesprochen, weil das kommt zukünftig. Aber das sind Sachen, die weiß ich jetzt schon, aber ich will die noch nicht so raus, weil es halt, ich habe noch nicht meine Unterschrift runtergesetzt und ich habe so Angst bekommen vor so Sachen, dass ich das erzähle und es dann nicht irgendwie klappt oder sowas. Gerade kürzlich wieder erlebt, hat mich super frustriert, fand ich super blöd. Aber ich bin schon stolz auf mich. Ich habe keine Ahnung, warum ich so rot bin, weil eigentlich habe ich gar nichts gemacht, aber ich habe einen Tee getrunken, vielleicht deswegen. Warte mal, wer nicht gelernt hat? Ich bleib dabei, der Tag ist noch jung, es ist noch nicht mal 18 Uhr. Eigentlich bin ich im Moment voll strukturiert, muss ich sagen. Deswegen Props an mich. Letzter Freitag war auch nicht so. Also vielleicht ist es so ein Freitagsding bei mir, ich habe keine Ahnung. Das gehört auch dazu. Das ist mir auch wichtig, das zu betonen tatsächlich, weil ich finde, das setzt einen oft unter Druck, wenn man so, keine Ahnung, es gibt ja so tausende Productive Vlogs und sowas, aber nicht erzählen, dass jeder Tag so durchgetaktet ist. Also mir hilft es manchmal auch tatsächlich, wenn ich vlogge und ich war in so einem Loch, dann geht es mir manchmal besser, weil ich mir dann selbst meinen Tag so ein bisschen strukturiere dadurch und mir selbst immer wieder so eine Anleitung gebe, was ich jetzt machen werde und sowas. Aber heute, da war heute nichts zu holen. Ist aber auch nicht so, also doch, ist eigentlich schon schlimm. Aber ja, kriegen wir schon noch hin. Was mir aber auch noch eingefallen ist zur Therapie, was mir auch noch eingefallen ist, worüber wir es hatten, Thema Prüfungssituation. Also vielleicht ist der ein oder andere aktuell auch in so einer Lage. Dann ist es kein Vergehen, wenn man das nicht besteht. Punkt. Und vor allem auch jetzt in der Uni zum Beispiel, es gibt ja immer einen Zweitversuch, natürlich, man will sich nicht die Arbeit doppelt machen, ja, will niemand, aber es wäre kein Weltuntergang. Ich find's crazy, wie schnell einfach Stimmungen umschlagen. Noch eine kurze Grundreinigung von innen gehabt, wie man sehen kann. Vielleicht war es auch, weil ich heute, also ich habe mich jetzt wieder beruhigt, so rational konnte ich gerade eben nicht reden. Vielleicht war es auch, weil ich heute ja bei der Therapie war, wie wir alle wissen, und ich glaube, das erste Mal in dieser Woche überhaupt mit mir beschäftigt habe. Und das ist ja gar nicht meine Art, nur dadurch, dass ich mit der Uni aktuell so eingespannt bin und mit allem anderen. Und so viel war die letzte Zeit. Aber ich habe jetzt mir gedacht, ich setze mir jetzt eine Zeit, wo ich noch was für die Uni mache, beziehungsweise meine Mama hat es mir gesagt. Und ja, dann mache ich das. Weil das Problem bei mir, ich habe mir hier auch einen Zettel geschrieben gehabt, was mich gerade eben so beschäftigt hat dann, nachdem ich eine Stunde, also das habe ich nicht sofort gemacht, ne? War schon eine Stunde dazwischen, wo ich eher emotional impulsiv war. Und ich finde das spannend, beziehungsweise auch relativ funny, dass ich heute den Vlog gemacht habe, weil das mal irgendwie diese Stimmungsschwankungen ganz gut abzeichnet. Und ich finde das selbst nicht geil. Mich selbst frustriert das, dass es bei mir so ist. Oder immer noch so ist vielleicht eher. Aber das gibt, finde ich, ein besseres Bild ab, als wenn man immer so einen productive Vlog hat und alles ist so perfekt und keine Ahnung. Kleines Kartenhaus und sobald das fällt, dann ist es eingefallen. Also dann ist aber auch, dann ist Feierabend in der Hütte. Weil ich finde dann irgendwie auf einmal alles schlimm und dann kommen da die wildesten Glaubenssätze in meinen Kopf, die da wieder freigetreten werden und ich bin jedes Mal so, Bro. Ich bin nicht stolz drauf, dass es dazu gehört. Jetzt ist es halt gerade so, gehe auch wieder vorbei. Sieht aus, als ob ich größten Augenringe hätte, aber ich verspreche, es ist nur wegen dem Licht so. Wenigstens kann ich wieder lachen. Naja,
Aber ja, jetzt werde ich das noch ein bisschen machen und dann schneide ich das Video. Keine Ahnung, vielleicht hat das gar nicht so den Mehrwert jetzt, aber vielleicht fühlt sich auch irgendwer ein bisschen weniger alleine oder das ist einfach mal erfrischend, so eine andere Version von einem Vlog irgendwie zu haben, weil der ist ja schon ein bisschen durchwachsen. Deswegen, im nächsten Talk sehen wir uns auf jeden Fall sortierter, auch stabiler. Paris hat ihn auf Wiedersehen, sag ich.